Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim die Unendliche und wir sind hier. Was war das? Ja, so geht das schon gar nicht. Das war knapp. Ich werde euch vernichten. Aha, das wirst du. Haben wir da nicht ein Schwert? Schwert der Himmelsschmiede, ja? Wir haben da doch was anderes. An den Waffen her, das kann ja nicht sein. Zweihänderschwert, das werden wir ausrüsten. Oder? Okay. Ah, da schießt schon wieder einer mit dem blöden Pfeil. Verflixt. Die Pfeile, die mag ich überhaupt nicht. Ah. So. Euresgleichen hat keinen Platz. Müssen wir noch aufpassen, dass die uns nicht erwischt. Diese blöde Zicke. Das war schon. Wer hat denn nicht drauf? Gnade! Gnade? Nein! Nicht so! Doch so! Okay. War es das? Doch, ja. Die Bastarde. Irgendwie haben sie es geschafft, Skjör zu töten. Auwe. Er war einer unserer Stärksten. Aber gegen zahlenmäßige Überlegenheit ist jeder machtlos. Er hätte nicht ohne einen Schildbruder losziehen sollen. Verschwindet von hier. Ich werde sicherstellen, dass wir alle erwischt haben. Vielleicht finde ich ja Informationen bei einer der Leichen. Wir beide haben Arbeit vor uns. Die silberne Hand wird vor uns erzittern. Abgeschlossen, die silberne Hand. Was ist unser erstes Ziel? Ich habe Gerüchte über Aktivitäten der silbernen Hand gehört. Eine Gruppe von ihnen hat sich in Weißlauf verschanzt. Beeilt euch! Ja, wir beeilen uns jetzt wirklich, oder? Wer auch immer das getan hat, ich werde ihn finden. Wir nehmen dem einmal alles weg, oder? Nee, das gehört sich einfach nicht. Da ist eine Truhe, die schauen wir uns noch an. Ah, Vulkanglas Streitkolben. Aha. Gewöhnlicher Seelenstein, Gold und Magika regeneriert sich 75% schneller. Das hat ja was, ja? Dann noch ein paar Zaubertränke schnell mitgenommen. Wir machen das jetzt so. Komm her. Wir durchsuchen da alles. So schnell kann das ja nicht. Wir brauchen da jetzt nichts geben. Was soll denn das? Blödsinn. Komm. Aber die sind schon echt gemein drauf. Da schaut euch das an. Gibt es da was zu mitnehmen? Nee. Wir machen dann einen Rundumblick. Ja, okay. Und die Pfeile können wir auch mitnehmen, oder nicht? Schaut nicht so aus. Da steckt einer mitten in der Luft, seht ihr? Ist das cool? Nehmen Eisenpfeil, nehmen wir doch. Und wir werden uns da überhaupt nicht beeilen. Ich durchsuche mal alles da. Durchsuchen Buchschrank, komm her. Besen, Holzkohle, Krug und Kleidung. Das ist alles Schmarrn. Da nehmen wir noch mit, was wir mitnehmen können.
Silberschwert, Eisenpfeil, Gold, ja. Wenn wir voll sind, dann verschwinden wir einfach. Da oben glänzt was. Ne? Skelette. Gold. Eisenstiefel. Das brauchen wir nicht. Eisenschwert, Bier, Gold, Vampirstaub, Zaubertrank. Ja, das ist auch nicht schlecht. Perfekt. Silberschwert, geht sich das noch aus, ja? Langbogen. Da waren wir, da haben wir schon reingeschaut, na klar. Da gibt's, da hinten gibt's noch, ja, ein Koboldschimmel. Der ist für Gifte wichtig. Und da war eine Schmiede. Das nehmen wir doch glatt mit. Da ist noch jemand. Den hatten wir schon. Was ist denn da drin? Ziegenkäse. Was ist da? Ziegenkäse? Ja. Wer weiß, wofür wir das brauchen können. So, müssen wir da jetzt wieder raus. Und jetzt haben wir bald keinen Platz mehr. Das schaut so wichtig aus, ist aber nicht. Ja? Zwei Punkte haben wir noch. Und das war's dann auch. Wir müssen eh zurück nach Weißlauf. Und ich komme dann noch einmal her. Wir müssen uns wahrscheinlich einen neuen Begleiter auch noch suchen. Das geht sich noch aus hier. Vielleicht noch ein paar Pfeile. Orkische Pfeile sind nicht schwer. Silberschwert, Langbogen, Gold. Silberband, Vampirstaub und Zaubertrank, genauso. Da. Das geht sich nicht mehr aus. Lederstreifen. Nun gut. Schneebärenpelz. Wir müssen dann noch einmal zurück. Ich habe das schon gesehen. Meister, das mache ich nachher. Das dauert zu lang. Wir machen jetzt die Schnellreise. Wir machen jetzt die Schnellreise. Das ist nur Wein, ja. So wie ich das sehe. Pelze gibt es da genug, na endlich. Und da müssen wir rauf. Irgendwo war da eine Druckplatte, gell? Sollten wir vielleicht auch noch aufpassen. Das sind die Verliese und Gefängnisse. Da können wir dann ein wenig üben, das Schloss knacken. Das kann ja nicht wahr sein. Irgendwas werden wir da jetzt wegschmeißen. Weiß nicht was genau. Eisendolch, ja. Ah. Ablenken.
der Hütte. Falkenfeder nehmen wir mit, das Gold nehmen wir auch gleich mit und den Zaubertrank. Der ist schon leer, glaube ich, ja. Da ist auch ein Zaubertrank. Nordmed ist das, sorry. Und dann nichts wie raus hier. Was war das? Oh. Ist da jemand? Ich hab gedacht, das ist jetzt schon mal vorbei, Leute. Und ist ja doch nicht so. Dann müssen wir doch noch schleichen ein wenig. Aber ich denke, das war's jetzt schon, oder? Wenn nicht so ist, wenn dem nicht so ist, dann machen wir das wie gehabt. Komm, lass uns da raus. Jenen, durch deren Adern das Blut des Werwolfs fließt, bleiben jegliche Schlaferholungsboni versagt. Aha. Okay, da ist nichts mehr. Wir werden da gleich die Schnellreise antreten. Wir sind hier und müssen hierher. Nein, wo müssen wir hin? Leute, jetzt stehe ich ein wenig am Schlauch. Was ist jetzt? Ermordet den Anführer der Silbernen Hand. Das ist noch gar nicht fertig. Also de facto schaut es so aus. Gerüchte zufolge hält sich derzeit ein Leutnant der Silbernen Hand in Festung Waldheim auf. Sein Tod dürfte sie entscheidend schwächen. Ziel, ermordet den Anführer der Silbernen Hand. Sprich mit Aela, töte die Werwolfjäger, sprich mit Aela, nimm am Blutritual teil, betritt die Tiefenschmiede. Ah. Aha. Aber glaube ich, hier ist alles klar. Es ist nur der Quest aktiviert und dort werden wir dann auch hingehen. Wir werden einfach, ja, nach Weißlauf zurückgehen, ne? Wenn ich jetzt das finde. Das ist das Ziel. Ja. Und wir werden da mal alles klar machen. Schauen wir mal, ne, ob sich da was ergibt bei den Gefährten. Und dann gehen wir zurück und holen die Aela ab. Denke ich mal, dass das richtig ist. Weil ich glaube nicht, dass wir jetzt durch die ganze Wildnis laufen müssen. Aber wenn ihr es besser wisst, einfach posten, Leute. Sind wir da jetzt allein? Ich laufe mal schnell rauf zu Javaska und schau, was da abgeht. Was glaubt ihr denn? Ich helfe meiner Mutter. Die Neuenburgen seid ihr unter uns gewandelt, großer Taler. Und da tut sich ja gar nichts. Die gehen einfach ihrem Tagwerk nach, so wie es ausschaut. Ja, dann machen wir das so. Machen wir hier einen Schnitt und als nächstes sehen wir uns mit der Jägerin wieder.
wenn wir die weiße Hand vernichten. Ist okay? Wünsche euch noch einen schönen Abend, euer Toso. Ciao.